So, auf los geht's los. Go. Mann, Leute. Und cool. März? Ja, nur noch 3 Monate, Digga. Bin ich ein Jahr älter. Grüß dich. Das heißt, freue mich. Vielleicht. Bisschen. Bist du privat? Nö. Geil. Alles. Oh, die springen alle mal weg. Ja, ich habe mir schon überlegt wegen dem Schiff. Halt, genau, ich wollte auch Crate eigentlich. Aber ich wollte eigentlich so ein Imperium-Schiff, aber da muss ich erstmal Ruf farmen. Das ist halt das Ding. Verstehst du? Jetzt höre ich erstmal meinen. Lotus, das ist das. Lotus, das ist das. Okay. Hast du mich eingeladen? Nee. Ich bin noch mitten im Kampf, warte kurz. Ja, ich kann auch noch warten. Ist gerade übelste Action. Frage ist, ob ist. Gibt's nicht, hier gibt's gar nichts wieder. Oh, was ist das? Fette Lance. Kostet 51.000 Millionen. Das ist aber auch geil, das Ding. Hast du das Ding schon gesehen? Better Laws. Ja. Warte, ich schau gleich hinterm Stream. Ich will nur kurz gucken, dass ich alles erwische. Weil wenn schon mal Party hier ist, dann muss man es genießen. Und das Ding an, das ist echt geil. Ein schweres Kampfschiff. Mamba. Sieht auch geil aus.
Ja, das sieht richtig geil aus. Hast du die nicht gekauft? Zum Beispiel? Keine Ahnung. Ich wollte halt die Great haben. Da, guck mal, das Schiff wollte ich. Imperial Eagle. Das finde ich, sieht cool aus. Alles ist weg. Gesehen? Nee, gerade nicht. Ich bin gerade im Kampf. Die haben mich gerade angegriffen, währenddessen ich dir zugeschaut habe, warte. War das? Nee, das kostet das. Das war das, glaube ich. Nein, Imperial Clipper, das wollte ich. Oder? Nee, auch nicht. Da ist Great Phantom. Keine Ahnung, was der Unterschied bei denen ist. Bei was? Bei Great Phantom und Great Dings. Weiß ich nicht. Also Daniel gesagt nicht MK2 kaufen. MK2, die was ich habe oder was? Nein. Die anderen. Die andere kaufen. So leuchtet mein PC jetzt rosa? Das ist die Frage. Fragen über Fragen. Aber sieht auch geil aus. Komplette PC in Rosen leuchtet. Glaubt ihr das? Ich check. Ja, das ist die Frage jetzt, was man sich nimmt, ne? Federal Corvette. Wette ist anscheinend auch recht gut, soll gut sein. Achso, den wollte ich, guck mal. War sogar zu? Ich weiß gar nicht. Nee, warte. Jetzt habe ich wieder weg. Den Imperial Cutter. Ich geh das mal an. Okay. Den finde ich ultra geil. Was ist das für eine Dings? Ist das ein Kampfschiff oder was ist das? Alles. Allrounder steht da. Was ist Allrounder? Hm.
Ja, aber ich hol mir, glaube ich, erstmal die anderen da. Die. Werde los. Ich muss erstmal Brille putzen, sonst sehe ich ja nicht. Weißt du? Brille Palle. Naja, aber du hast doch jetzt erstmal frei, Thomas. Dann kannst du dir halt dich entspannen. Und dir eventuell Gedanken machen. Habt ihr eine Idee angeboten? Ja. Die auch erfolgreich sein könnte. Weiß so richtig. Ich auch zu schätzen. Ja, wir müssen halt nur das Ding in die Hand nehmen, ne? Anfangen und dann wird es auch was. Frage ist, ob wir das wollen. 100%. Aber können ja darüber nochmal privat reden, wenn du willst. Ja, ganz gechillt. Heute ist eh Kopf voll. Ja, bei mir auch. Wie gesagt, wenig geschlafen. Viel los heute. Aber ich schwöre, das sieht so schön aus. Also was denn jetzt? Mamba oder Vettel los? Die Mamba basiert auf einem Rennschiff-Prototyp. Ist eines der schnellsten Schiffe in Produktion. Sagen sie immer. Mit einer Aufhängung der Klasse 4 und zwei weiteren der Klasse 3 kann es auch einigen Schaden austeilen. Der Fokus und Feuerkraft und Geschwindigkeit prädestiniert dieses Schiff für schnelle und heftige Angriffe, die abgeschlossen sind, bevor das Ziel überhaupt reagieren kann. Klopf, klopf, guten Abend. Guten Morgen. Morgen. Hör ich gerade? Nö. Nee. Gar nicht, warum? Alright. Das ist hier Leon, ja, und da ist er. Wieso willst du denn ja stören? Nee, ich wollte nur fragen, wenn ich so reinplatz, ob das. Keine Ahnung. Alles nee, gut. Ich kann schon mal reinplatzen. Alright. Der Stream ist halt an. Ja? Ist ja. Ah, hab ich nicht gesehen. Ja. Nee, nur so Bescheid weiß. Ja. Hallo. Sagt hallo, sind vier Bots. Nicht Spaß. Aber dein Mic, der ist übersteuert ein bisschen. Meins? Ja, finde ich. Alright, dann kannst, muss ich da die Tage mal schauen. Kannst du es irgendwie, ja genau. Wollte dich nur darauf hinweisen. Was würdest du sagen, Feder Laws oder Mamba? Schwere Frage. Schwere Frage. Also, vom Aussehen her Mamba. Ja, ja. Ich glaube, also, wenn es dir nicht 100% auf die Wendigkeit ankommt, Mamba. Aber die ist doch sehr wendig. Steht da. Ja, oder? Aber, das schnellste Schiff. Sehr wendig. Ah. Sie sind beide sehr wendig und die FDL ist halt auch so ein bisschen das PvP-Schiff. Mhm. Die FDL ist ein bisschen wendiger und die Mamba ist ein bisschen schneller. Hm. Oh, Alter, das ist zu dunkel. Und Mamba für The Lost oder diese Crate? Crate irgendwas. Ich weiß nicht, wie das heißt. Wie ist das? Thomas, was ist das für ein Schiff? Great Emperor. Hast du nicht Phantom? Nö. Also so für den normalen Bauch würde ich fast sagen, ist die Crate. Eher die Crate. Echt? Die Crate ist halt. Ja, also. ich finde die Crate praktischer. Hm. Aber was ist denn der Unterschied zwischen zum Beispiel Crate und Feather Laws? Okay.
die Hardpoints. Also auch die Modulslots und so. Schau dir die mal an. Ich weiß nicht, also Crate ist halt so eine Sache, die ich im Kopf einfach als sau praktisch hab. Mhm. Lass mich mal schnell schauen. Was ist ein Acute für eine Taste? Hier steht akut, acute, Details und Zeilen. Das ist Apostroph. Aha. Danke. Glaube ich. So, da steht's. Also die Battle Lost hat zum Beispiel 5 Waffen, ne? So wie ich das sehe. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Die hat auch einen 4er-Slot. Von den Waffen. Ja. Also das heißt Haar wahrscheinlich, oder was? Ja, das ist huge. Huge. Das sind eigentlich Slots, die nur die großen Flipper haben. Wie man denkt. Aber irgendeine Crate hat er Gold gesagt, was soll man nicht kaufen? Welche war das nochmal? Vergessen. Die Phantom. Achso, die Phantom. Kauft ihr die Phantom? Also, man kann sie kaufen, aber sie ist nicht so nützlich. Ich sag mal, das ist quasi die Crate Light. Aber die Crate MK2, die hat 3x L. Ja. Also ist L höher als H oder nicht? L ist eine Dreier Aufhängung. Ach so. Und H ist halt eine Vierer Aufhängung. Es gibt so eine Faustregel, eine Aufhängung ist ungefähr so gut wie zwei kleinere Aufhängungen. Eine L-Aufhängung meinst du oder eine H-Aufhängung? Also wenn du zum Beispiel eine H hast, ist die ungefähr so gut wie zwei L-Aufhängungen. Ach so, okay. Ja, aber dann ist ja die Feather Loss irgendwie geiler, oder nicht? Ja, vom Damage Output her ist sie besser. Warte mal. Würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen. Raid hat 7 E-Kraftwerk, was ist das Ding? Hat 6 E-Kraftwerk nur leider. Ja. Schwierig, Alter. Wieso ist das so schwierig? Schilde? Die FDL hat, glaube ich, auch weniger optionale Steckplätze. Also die Crate hat 2 Sechser, 2 Fünfer, einen Vierer. Und die FDL hat, was ist das? Einen Fünfer, 2 Vierer und dann lange nichts bis zu den ganz kleinen. Aber die Schilde ist von Feather Lost zum Beispiel besser. Und Mamba auch. Ja. Also wenn es dir nur ums Kämpfen geht. Na ja, nicht nur, aber. Ja, das ist eben die Sache. wenn es dir nur ums Kämpfen geht, würde ich sagen, ist Feather Lost oder Mamba eine gute Alternative. Wenn du sagst, ich möchte auch was machen, womit ich ein bisschen Frachtraum habe oder womit ich mal einen Planetenhangar einbauen kann oder einen FSD-Booster einbauen kann oder irgendwelche Limpets oder irgendwie sowas, dann würde ich sagen, ist die Crate eine sehr gute Alternative. Die hat mehr Platz, ist ein bisschen flexibler. Sie kann auch einen Fighter, also die zumindest die Mark II kann einen Fighter mitnehmen. Ja, aber ich habe zum Beispiel ASP Explorer, habe ich schon. Also hat einen großen Frachtraum zum Beispiel. Dann brauche ich nicht unbedingt noch einen. So einen.
Ich würde dir sagen, hol dir beide. Aber das ist halt auch so ein bisschen die Sache. Ich meine, ich kann dir jetzt so viele Meinung dazu geben und am Schluss sagst du, hey, ich nehme die Orca, weil ich finde, die Orca fühlt sich einfach geiler an. Also. Naja. Ach, ich nehme jetzt Pferde los irgendwie. Ich finde, die sieht geil aus. Scheiß drauf. So. Ist zu spät. Ja. Thomas, schau mal neues Schiff an. Getan. Okay, Kraftwerk 6a. Ja, hoffentlich. Gibt's hoffentlich, sehr gut. 12 Millionen, Alter. Das Geld schneller weg, als man schauen kann. Was man verdienen kann, meinst du? Alter, was? 1a? Panzerung kostet 121 Millionen. Ja. Ah. Hast du dich schon eingebaut, Thomas, bei dir? Ja. 1A hast du drin. Ich glaube schon. Fuck. Ja, wenn ich die Panzerung ist immer teuer. Wenn ich die jetzt einbaue, gibt es gar nichts mehr. Dann kann ich mir nichts mehr leisten. Aber es gibt verschiedene 1A-Panzerung. Ja. Also es gibt die leichten Legierungen, das ist so das Standardding. Ja. Dann gibt's Militärkomposit, die haben mehr Hitpoints. Und dann gibt es, ich glaube, gespiegelte und verstärkte. Die sind von den Hitpoints her, glaube ich, wie Militärkomposit, haben aber andere Widerstände gegen kinetisch und Laser. Ab. Brauche ich gar nicht hinterher. Boah, ich würde schon gerne diese reaktive Oberflächenkomposit-Ding da einbauen. Hast du mal die Masse angeschaut? Ja. 30 Tonnen. Nee. Wie meinst du angeschaut? Also hier Masse 38 T. Ziemlich schwer. Lass mich mal kurz schauen, wie schwer eine Fördelos im Standard ist. Also 38 Tonnen schwerer werde ich dadurch. Ja. Aber ist das schlecht? Mit Reichweite? Nicht so viel. Okay, krass. Nur 0,6. Das hält sich ja echt im Rahmen. Ja. Ich glaube, das kann ich mir noch nicht leisten. Ich baue erstmal Waffen. 5A-Schubdüsen gibt es ja auch nicht. Gibt es überhaupt 5A-Schubdüsen? Ja. Also muss ich ja irgendwo anders wieder hinfliegen, ne? Frameshift-Antrieb 4A gibt's. Ja, ein Bock. Die Haltung. Rein damit. Sechs. Ach nee, jetzt wird er nur 6B. 6A gibt's aber auch, oder? Ja. Treibstoff nicht so groß. 3C gibt's auch 3A gibt's nur, oder? Da gibt's nur C. Oh. Ist 3C wenig?
kommt drauf an, was für ein FSD und was für ein Schiff du hast. Ich feder los, habe ich. Ja, das kann ich dir nicht auswendig sagen, gerade wie da das Verhältnis ist. Na ja. Wie baut man nochmal Dings ein? Diese, wie sind die Kühlkörper? Was ist da? Werkzeugstückplätze. Achso, ja. Ah, okay. Danke. Oh ne, keine besseren hier. Aber. Hat sich an der Sache mit dem Übersteuern was geändert? Wenn ich jetzt einfach mal rede und rede. Also ist nicht mehr so stark übersteuert, ja. Okay, dann ist es ja fix fürs Erste. Wahrscheinlich war dein Pegel zu hoch eingestellt, oder? Naja. Ja. Ja, nee, klingt auf jeden Fall besser als davor. So. Nee, 0A ist schlechter, ne? 0A ist der beste. Jetzt? Wieso wird dann alles rot bei mir? Weil das die Geschwindigkeit und die, also oh, wie ja schnell du dich drehst, wie schnell du da bist. Du hast ja aktuell nichts drin und nichts ist leichter als irgendwas. Hm, das stimmt. Also 0A einfach einbauen, ne? Wenn ich ein Klassenschild haben will. Ja, ja. Okay. Baue hier alles Bild rein. Sieht doch gut aus. Da hast doch noch genug Geld. Hallo Code. Ja, naja. Ich will diese eine Legierung kaufen, die kostet 121 Millionen. Dann habe ich nicht mehr genug Geld. Jetzt muss ich nur schauen, wo es das Zeug gibt, was ich brauche. Okay. Was ist eine Klasse 4 Waffe zu empfehlen? Also welche Waffe? Was ist Klasse 4? Wenn du PvP-Meter spielen willst, Plasma-Beschleuniger, oder? Ich glaube Plasma-Beschleuniger. Plasma-Beschleuniger?
Er macht halt ordentlich Schaden, das stimmt, aber wenn du halt nur gegen NPC spielen willst, würde ich sagen, Geschmackssache. Ich sehe keinen Plasmabeschleuniger. Ach doch, da. Okay. Das ist aber ein starres Gestell. Muss ich da selber zielen, oder? Die sind immer fix, ja. Aber trifft er doch nicht so gut. Ja, das tut man nicht. Naja. Oder nicht? Ich weiß, was soll ich denn da reinbauen? Also, wenn du noch kein Engineering hast, würde ich fast sagen, bau dir ein Mehrfachgeschütz ein. Das erzeugt nicht so viel Hitze. Okay. Ja, sagt der Goat auch. Ja, stimmt, das habe ich gar nicht bedacht. Okay. Aber gut, ich habe auch keine Plasmas eigentlich. Also quasi dann nur ein Mehrfachgeschütz in 4A und der Rest dann Laser oder was? Oh. Das ist schlecht. Lass mich mal überlegen. Also, wenn man diese Faustregel verwendet, dann kommt es ungefähr hin. Vier mittlere Slots sind so viel wie zwei große, sind so viel wie ein Huge. Ja, also. Dürfte vom Schaden her einigermaßen ausgewogen sein. Und von der Platzierung her sind die Zweierplätze auch alle auf der Oberseite vom Schiff. Also das würde, glaube ich, auch passen. Gibt es 2A-Laser? Bei Run-Laser? den Aufhängungen ist der Buchstabe echt nicht wichtig. Da würde ich auf die Größe und auf das Icon schauen. Also, Moment. 2D gibt es halt hier. 2D ist kardanisch, ja. Okay. Mehrfachgeschütze Beamlaser sind immer gut. Wenn man mal zielen will, kann man auch mal Fixed nehmen. Okay. Das stimmt. FDL ist mega geil, aber du wirst die Strebe hassen. Eine Strebe? Strebe? Wahrscheinlich hat die so eine Strebe im Cockpit, die genau durchs Sichtfeld geht oder so. So. Was siehst du da? Okay. Aber reicht ein Mehrfachgeschütz oder nicht? Das ist ein Vierer mehrfach geschützt. Das Das fetzt macht alles weg. ordentlich Wumms. Okay. Das wollte ich hören. Wie hell ist diese Lampe? So vielleicht. Ja, wieso nicht gleich so? Aber keiner sagt doch was, ne? Dass ich so hell bin wie Schnee. Oh. Okay, jetzt brauche ich noch Schubdüsen und Energieverteiler 6A. Muss ich erstmal gucken, wo es das gibt. Bei der Lebenserhaltung kannst du eventuell 4D einbauen. Die ist ein gutes Stück leichter und hat halt weniger Notfallsauerstoff, aber ja, das ist.
Finde ich nicht notwendig und später kann man den auch synthetisieren. Okay. Warte mal, System LHS 1197. LHS 1. Fuck, wie heißt das? Ist diese Allianz Chief, ist sie gut? Die Chieftain? Ja. Die sieht so nach Spaß aus. Gut, was heißt Energieverteiler auf Englisch? Distributor. Die Chief. Oh, Girl Line. Fand ich anfangs ein bisschen weird. Hab sie aber mittlerweile so ein bisschen gern haben gelernt. Okay. Station. Weil die sieht so wendig aus durch die Schubdüsen, wo du. Weißt du, was ich meine? Ja, die ist auch relativ wendig. LHS 1163. Also ich habe mir da quasi ein Anti-Xeno-Schiff draus gebaut. Das hat sehr, sehr, sehr viel Hüllenverstärkung. Ist dementsprechend ziemlich schwer und immer noch relativ wendig. Eben die, was für Laser hast du drin? Fixed Beam Lasers, oder? Nee. Schau gleich mal. Ja, ja. Kann eh nichts ändern. Ich schau grad mal auf Coriolis so ungefähr nach, damit ich. Strahlenlaser 2D. Aber kardanisch. Okay. Ja. FTL ist so ein schönes Schiff. Ich fand's auch schön, deswegen habe ich es genommen. Ja. Und ich wollte nicht das gleiche Schiff wie Thomas haben. Na, Thomas denn? Ich weiß nicht, was du meinst. Hey, ich Spaß. Hab gar kein Schiff. Hol ich mir auch irgendwann, eventuell. Ich hab gar kein Schiff. Ich fahr immer noch mit der Sidewinder rum. Beste Schiff ever. Yo, Gold, mach ich, aber ich muss erstmal zu der Station fliegen. Was machst du denn? Was macht der Gold überhaupt? Warum ist er nicht da? Ja, was? Ich weiß nicht. Er schreibt in den Chat als einziger. So, lass ihn in den Chat schreiben. Finde ich gut. LHS 1163. War nur ein 6er Schild, aber. Ja, ich hab gesehen, in den Crate ist 7er Schild drin. Oder? Ja. Irgendwas mit 7 drin. Ach so, du meinst das Ding in der Mitte, oder? Naja, geht schon. Boah, hier Daniel, ey, die neue Grafikkarte, ne, die geht sowas von ab. Ey, ultra krank das Ding. Heute ein Foto geschickt, ne? Boah, ich bin echt verliebt. Also du machst jetzt im Verhältnis 2 Drittel Laserschaden und 1 Drittel kinetischen Schaden. Ja, gut, FP. Ist das schlecht oder gut? Ah, das ist erstmal wertneutral. Das ist gut. Also du wirst halt wahrscheinlich die Schilde ein gutes Stück schneller wegziehen. Und bei der Hülle ein bisschen brauchen, aber ja. Auf der anderen Seite machst du auch dann ein bisschen mehr Schaden, ohne dass du Munition brauchst. Das hört sich aber geil an, wenn sie fliegt. Hört sich richtig gut an. Ja. Ich find's trotzdem nice aus. Muss das mal hinfliegen.
LHS. Mamba habe ich auch gesehen, fand ich auch sehr schön. 1, ich 1, Mamba, Mambo 5. Ne, hm. Wer ist das nochmal? Mambo? Keine Ahnung. 1, 1, 6, 3. Ja. Da läuft wie Sau. Läuft wie Sau hier alles. Mit neuen System. Fahrwerk eingefahren. Okay. Rudern. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Der Haslot auf der FDL knüppelt halt so hart rein. Werde ich denn mal sehen? 4, 3, 2, 1, Audio habe ich vergessen. Nein. Hallo, Test ist okay. Ich hab's so eingestellt gehabt. Der piepst auf der Time in der Camp geht. Hier auf Waffen 1, Schild und Antrieb. Was für Dinger? Pieps willst du verteilen? Warte. Hä? Hey. Irgendwie nichts mit dem Discord. Hallo? Hallo? Ne. Discord kaputt gemacht. Sollte nicht an Audio-Einstellungen rumspielen, wenn ich streame. Klingt nach einer guten Aufteilung. Ups, das war das mit den Pfeiltasten. Ah, jetzt höre ich euch wieder. Sehr gut. Ich habe ein neues System, habe gerade die Einstellungen bestellt. Deswegen auch nichts mehr gehört. Wenn du eine Pfeiltasten einstellst. Was stellt man denn mit den Pfeiltasten ein? Das ist, wie du deine Energie verteilst. Ach so. Bilde. Hm. Meinst du, das soll ich einstellen? Ach so, ja. Ich kämpfe noch nicht, ich muss das mal einbauen. Drück einmal nach unten und zweimal rechts. Naja, ist halt zweimal nach rechts, so wie ich immer kämpfe. Ja. Die beiden sind schon wieder weg, ey. Wenn ich nicht stream, habe ich jetzt in dem Game einfach über 300 FPS, ne? Das ist so krank.
mal von außen anschauen. Kiste. Schalte mal Licht an. Hier. Allein spielt ein Spieler sogar. Nur. Ein Pip auf Antrieb brauchst du, damit du boosten kannst, und das ist halt echt schnell leer. Wie gesagt, zweimal nach rechts. Wie ich immer kämpfe. Dann ist es genauso, wie du es beschrieben hast. Einmal nach rechts drücken. So, genau. So habe ich es immer. Boah, sie habt ihr eingeladen. Oh. Ich bin so gerade am Träumen ein bisschen. Oh ja. Oh nein, ich hatte so einen Sprachchat. Wie war es noch im Sprachchat? Teamchat automatisch aktivieren. Aus. So. Hast du mich immer noch? Ja, doppelt. Hä? Immer noch? Ich höre dich zwar, aber nicht mehr so. Hallo? Ja, jetzt ist gut. Pip, sagt er. Hol mal den Pip. Pippi. Die Pippi Langstrumpf. Erst einmal 3 Jahre fliegen. Gucken, auf wie viel. U-Takt 2800 einfach. Scheiße. Läuft stabil. Und Lion, was machst du so ein bisschen? Der Plan war eigentlich ein bisschen Material sammeln, aber ich habe keine gescheiten Signalquellen gefunden. Ui. Das ist nichts gut. Ja, mei. Geh jetzt docken, schau mal, ob ich eine Bodenmission oder sowas mache. Wollen wir eine zusammen machen? Ja. Oh. Okay, lass mich schnell das Zeug kaufen, dann können wir los. Ja, jetzt bin ich aus Versehen auf dem Desktop. Ich brauche noch kurz. Alles gut. Thomas, machst du auch mit? Was ne? Was heißt hier? Warum nicht? Bin zu müde im Kopf. Zu müde. In Volvo 865. Okay. Seid ihr in der Gruppe? Ja. Wessen? Gimli? Ja. Alright. Achso, wir sind offen, falls du das meinst.
Ich komme gleich ins Open. Sorry. Ich habe gerade ein Schiff zu Tode gerammt. Nice. Okay. Ja, du meinst, ob wir in einem Team sind? So, ich hoffe, da gibt es auch das andere Zeug, was ich brauche. So, ihr könnt mich einladen. Sprünge, da bin ich da, glaube ich. Wo treffen wir uns hin? Bei dir. Echt bei diesem Hunziker Terminal? Aber das ist sau weit weg, ne? Aber, ne? Ja, was ist schon? Ich bin jetzt 5 Minuten geflogen, glaube ich. Mal gucken. Feuergruppe brauche ich noch. Ich fliege erstmal in deine Richtung und von mir aus können wir auch in ein anderes System, so ins Nachbarsystem oder sowas springen. Mhm. Interessant. Er zeigt mir gerade noch nicht mal, in welchem System ihr seid. Mhm. Ach ja. Wir sind in LHS. Also ich bin LHS 1163, heißt das. Ja, auf der Karte habe ich sie gesehen. Okay. Ich habe eine Route geplottet. Aber ich sehe es jetzt oben im in der Wing-Anzeige nicht. Ja, steht da unbekannt wieder, oder was? Nee, da steht noch nicht mal unbekannt, sondern gar nichts. Hm. Jetzt sehe ich es tatsächlich. Ja, jetzt sehe ich es. Komisch. Sieht schon gut aus. Boom, hat's gemacht. FDL hat auch eine coole Lackierung, aber passend nur saisonal. Ah. Der Anbauteil ist gut. Ja, aber die Lackierung muss man ja kaufen, ne? Oder? Ja.
Scan festgestellt. Oh, was war das denn da jetzt so lang, ey? Nicht landen. Hast du den Docking-Computer ausgebaut? Oh. Ich weiß nicht. Weiß es nicht. Ich glaube, da war nie einer drin. Das kann er was. Ja, dann muss ich alleine landen. Mal gucken, ob ich es finde. Ja, okay. 80.000 Lichtsekunden sind mir jetzt gestellt. Ist weit? Scan festgestellt. Ein bisschen. Ja. Da kann auch woanders hin. Scan festgestellt. Das ist oh, Scheiße. Scan festgestellt. 2000 meters from touchdown. Was für ein Landeplatz? 38. Wo ist denn der? Da hinten. Aber du hast recht, diese Balken. Der ist schon so blöd. Fahrwerk ausgefahren. Der Balken in der Mitte der Scheibe. Ist da hinten? Geil. Muss meine fette Lauer auch mal noch fit machen, schieb ich nicht von mir her. Aua, ja. Mach das mal. Juni so richtig. Ab. Jetzt gucke ich gleich mal. Ja, da ist nur Super Cruise Assistent drin bei mir. Wenn nicht. Flughilfen, ne? Ja. Jetzt. Nebenbei brauchst jetzt nicht sofort, aber du kannst dein Fachgestell noch ein bisschen vergrößern. Ja. Ja. Aber wofür brauchst du das? Viel rein. Achso. Ist standardmäßig immer eine Größe zu klein verbaut. Ach, Gestell. So. Ja, 5E könnte ich jetzt einbauen. Oder?
Wahrscheinlich, ja. A gibt's nicht, oder? 5A. Nee. Abgestellt und Tanks gibt's eigentlich nur in einer Klasse. Und dann ist halt die Größe das Relevante. Dann nur noch ein Schildgenerator. Ja, voll gibt's ja auch. Oh, und damit ist mein Strom bald voll. Ach, dann kann ich weniger weit springen, ne? Naja. Was für Ja, eine wenn's voll Reichweite haben ist. denn? Was? Was für eine Reichweite haben denn so zielsuchende Raketen? Drei Keine Kilometer? Ahnung. Ist aber nicht viel. Viel, hä? Wie weit kämpfst du denn entfernt? Ganz weit entfernt. Am besten so weit, wie es geht, ne? Mach's dann auf Sniper. Scheiße, jetzt haben diese Legierungen nicht. Okay, dann habe ich jetzt alles, was ich glaube ich brauche. Okay, let's go. Ich bin im Nachbarsystem und schau mal, was es hier für Missionen gibt. Also soll ich zu dir fliegen, ne? Ja. Okay. Autostadt. Und damit, ja, bin ich noch nicht mal pleite. Könnte ich mir theoretisch diese Legierung auch leisten. Aber. Musst halt schauen, dass Oh. du Rebuy hast. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. 4 Millionen. Was ist der Rebuy bei mir? Mal gucken. Sichtfeld. Machen wir mal hier hoch. Gutes Sichtfeld ist gut, mal gut. Dun, 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 dun. Dorps aktiv, habe ich geschrieben. Da, 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 da. Scan festgestellt. Wo bist du? In Shandi, Shandi, Shandi. Glaub schon, ja. Boah, wieder beschleunigt, das hört sich echt gut an. Oh ja, Baby. Ich habe das richtige Schiff gekauft. Fällt dir dein Schiff auch, Thomas? Dein neues, oder? Ja? Immer. Begeisterung hört sich anders an. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. You are now clear of station perimeter. Willst du nicht in Discord kommen, Goat? Oder was machst du so? Oder spielst du einen Squad? Denn? Squad-Spieler. Werd gerade zu Squad gezwungen. Ach so. Wie ist das Spiel eigentlich? Ist das geil? Hab das mir auch schon mal angeschaut. Wo, welche Station bist du? Halte jetzt eh eine Mission und dann können wir da gleich hinfliegen. Ach so, okay. War ich im Wäldern. Jo. Naja, wenn nichts was. Lautschüler, das hat sich schon alles verstellt.
Machen wir mal. Das ist aber eine illegale Mission. Das ist doch schlecht, oder? Kriegen wir noch Kopfgeld? Hast du ein Problem damit? Mit Kopfgeld habe ich Probleme. Okay. Dann komm mal auf die Station und schau mal, ob. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob es hier legale Missionen gibt. Nee, ist jetzt wurscht. Alles gut. Kann man doch machen. Nur ich alleine traut mir die da nicht zu, weil ich krieg da immer Kopfgeld halt. Weißt du, wie ich meine? Ja, Kopfgeld kann ich nicht ausschließen. Aber. Ja. Okay. Dann gehen wir mal halt mal dahin. Ja, ich suche gerade nach einer Station. Du meinst die Quest oder was? Ja, wir müssen nur Leute von denen ausschalten und Blackbird. Das ist egal wo. Nicht erwischen lassen. Ich habe mein System in den Discord geschrieben. Und Stationsname kommt gleich noch hinterher. Okay, gut, ich sag nur nice. Versteht zwar die Hälfte nicht, aber finde ich gut. Hab ich das in Discord geschickt? Wo hast du das hingeschickt? Ach, da rein, ja. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich nicht in den falschen Server. Nee, nee. Das ist eine Siedlung, oder? Echt? Wo hast du die gefunden? Ach so, in einem anderen System. Ja, genau. 6 AT oder wie das hieß. Ja. 6 City. Jetzt geht's los. Ich hab noch nichts komplex. Gut. Ist das Kraftwerk overcharged? Die Arme und schreibt er. Achso, okay. Ja, ich habe eigentlich meistens Overcharge auf Werke und dann Thermal Spread drauf. So, jetzt muss ich gucken, was Ding hat. Sogar geringe Sicherheitsstufe. Ach da. Wenn ich das neue Interface richtig lese. Neues Interface? Ja, dieses kleine Schild-Icon ist, glaube ich, relativ neu.
the squad. Okay. Wenn du das sagst. Wurde gesagt. Ihr habt die überholt sogar, glaube ich, ne? Das kann gut sein. Ich bin gerade relativ nur Super Cruise geflogen. Goat, wenn du möchtest und nebenher Elite laufen lassen kannst, kannst du eine Missionsbelohnung abgrabbeln. Aber also zum Schreiben reicht's ja scheinbar gerade noch. Er ist multitaskingfähig. Sprechen, schreiben, singen. Fertig. Krass. Heftiger Dude. Das war auch immer schneller, ne? Ja, und eine bringt mir immer so 23 Millionen. Eine einzige Mission? Ja. Alter. Heftig. Ja, cool. Orbitalflug aktiviert. Orbitalflug aktiviert. Wo bist du? Und das ist auch Sammel vorbei. Oh, ich bin auf der richtigen Seite. Diese erlesene Laserkristalle. Ja, das sind doch. Das sind doch die, was man auch bekommt beim Einsammeln, wenn man Schiffe abschießt, richtig oder falsch? Das kann sein, ja. Wo sehe ich das? Bei 4? Inventar war's denn, oder? Was Inventar? Doch, ich glaube Inventar und dann ein bisschen runter scrollen. Also bei den Tabs runtergehen. Leichte. Du hast oben auch einen Filter drin. Glaube ich. Erste Mal so richtig perfekt reingeflogen. Nein, nicht das erste Mal, aber es war schon recht perfekt. Typ 5. Alter, da bist du dann vorbeigesaust. Gibt kein Typ 5, also hab ich's nicht. Ich probier's einfach. Line, hast du Sturzflug gemacht auf die Station oder was? Ja. Alter Schwede. So kann man die Leute auch ausschalten. Echt jetzt? Aber mit dem Schiff abschießen? Nein, ich glaub nicht. Ja, mit dem Schiff abschießen geht, aber ich glaube, da ist das Zielen so schlecht, dass es. Ja. Ja, verstehe. Einfluss 5%. Eieiei. Du machst aber mit Landeerlaubnis, oder? Oder ohne? Nö, ich lande einfach daneben. Achso. Weil die sonst die Schiffe abschießen oder warum? Vor allem weil ich dann mir aussuchen kann, wo ich lande und weil es ein bisschen schneller geht. Okay, dann lande ich neben dir. Warte mal, hast du Cobra? Ja. Jetzt fliegst du wieder weg. Ja, ich habe mein Schiff weggeschickt. Ach so? Warum? Falls wir beschossen werden, ist mein Schiff so sicher. Vor allem, ich habe keine allzu guten Schilde. Und ja.
Oh nein, was macht der? Er landet jetzt bei dem Dings. Hilfe! Ich kann es nicht mehr abbrechen. Doch, jetzt. Ich fliege weg. Tschüss. Scheiße. Ich muss einfach das Modul ausschalten. Ja. Ich hab's gleich. Halt, 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 halt. Aua. Fahrwerk ausgefahren. Soll ich mein Schiff auch wegschicken oder ist egal? Kannst du machen. Kostet das Geld, das zu rufen wieder? Nö. Nö. Das fliegt quasi nur per Autopilot in den Orbit und. Ja. Soll ich. Hält dich da auf. Okay, soll ich Dominatoranzug mitnehmen? Schon, ne? Ja, ist glaube ich besser, wenn du den mitnimmst. Okay, aussteigen. Muss ich gucken, wie ich das Schiff wegschieße, fliegen lasse. Du kannst Q drücken. Dann nach links und ein oder zweimal nach oben, glaube ich. Ah. Jawohl. Boah, sieht das Schiff geil aus. Alter, wir haben echt gut FPS hier. Ja, mit Stream. Mega. Sieht doch gut aus. Bisschen grau alles, ne? Wieder Mond. Wo bist du? So unsichtbar? Ach so. Lol. Ich hab nur deine Fußabdrücke gesehen. Okay. So, schweißen kann ich. Ich würde jetzt erstmal den Alarm ausmachen. Ja, das ist eine gute Idee. Hab ich noch nie geschafft. Ich glaub, in dem Settlement war er hier hinten drin. Weißt du das auswendig? Da kommt wer. Achtung, da kommt noch einer. Ja, irgendwann kennt man die meisten Settlements. Okay. Soll ich ihn abschießen oder was? Steck mal die Waffe weg. Okay, 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 okay. Schilder aktivieren. Ja, er wollte es nicht anders. Der geht nicht subtil vor. Ich gehe immer so vor. Deswegen sterbe ich wahrscheinlich auch immer. Du darfst nicht einfach Waffen rausholen. Boah, sind die Waffen geil. Alarm. Ja. Ich bin dran. Ich mach die Schilde weg, du machst den Rest, okay? Okay, okay. Let's go. Ich muss mich davor zeilen. Oh boy. Wie heilt man sich hier überhaupt? Drück 6. Mit 6? Ja. Okay, 6. Einmal drücken, ne? Ja. Okay. Geil. Geklappt. Boah, das macht echt Bock, Alter. Du musst das unbedingt mal machen, oder du? Bockst so richtig. Vor allem, wenn man jetzt FPS hat. Da kommen dem Listings, was sagst du mir, seine Modern Warfare Erfahrungen ja. Zugute. Ja, Mann. Okay. Um die COD Skills, um die Battlefield. Ne? Wo ist Lion hin? Er ist schon weggeflogen. Im Schiff. Alarme sind aus. Wie hast du das gemacht? Komm mal zu mir. Jo. Boah, das ist echt geil. Ich bin schon auch mal ein schnelles Schiff. Wo ich eben vorstand reingegangen. Was kommst du auch, Thomas? Oder was hast du gesagt? Hol mir auch mal ein schnelles Schiff. Hier bin ich. Ich wollte dich schon abschießen, ey. Ein Laser. Ja, dann schieße ich zurück. Oh. Was mache ich denn jetzt, wenn ich illegale Waren stehle? Ist das schlecht? Mitnehmen. Einfach mitnehmen. Na gut.
Wie, du trollst mich. Kommst du, da hast du gar kein Geld mehr, weißt du, was ich meine? Da kommst du ins Gefängnis, kannst nichts zahlen. Wieso nimmst du es nicht? Weil ich das Zeug schon hab. Ja, ja. Das hätte ich jetzt auch gesehen. Dabei, was ich noch brauche. Also, rückverfolgbares Stehlen, ach du Scheiße. Ah, ja, aber wenn du gescannt wirst, dann, oder wenn dich jemand sieht, dann kriegst du eine Strafe, aber wir sind eh schon illegal unterwegs. Okay. Lebt doch eh niemand mehr, der dich scannen kann. Okay. Aber wo verkaufe ich das dann? Sobald du im Schiff bist, kannst du dafür quasi nicht mehr belangt werden und sind die Waren auch nicht mehr nachverfolgbar. Achso. Geil. So, wo macht man das mit dem Alarm? So. Ciao. Ja. Hier gibt's so Panel. Ja. Und jetzt ist der Alarm an. Und jetzt ist er aus. Danke Gott. Wie hast du es gemacht? Brauchst du halt Zugriffslevel. Wenn du nah genug hingehst, kannst du den mit E bedienen. Ich habe keinen Zugriff-Level. Ah ja. Da steht, steht Hack E-Bridge anwenden 0 von 1. Und dieser Forscher, der hier zufälligerweise mit einer Plasma-Verletzung auf dem Boden liegt, den kannst du. Genau. Nee, drück nochmal R. Jetzt ach so. Damit kannst du des Zugriffslevels klonen. Aber warte mal, ich brauche kurz eine Batterie hier. Neben dem Alarm gibt es ein Batterie-Socket. Jawohl. Okay, und jetzt kann ich das quasi hacken mit dem Gerät oder was? Ah ne, mit E einfach. Musst du nicht mehr hacken. Ah, okay. Das ist ja cool. Ja. Ich habe ein Terminal gesehen, da können wir uns jetzt die ganzen Wachen markieren. Dazu sei gesagt, wenn dich jemand scannt und du hast eine Sicherheitsstufe, knallen die dich ab. Kann man aber löschen. Okay. Ich knall die eh immer ab. Ich mit gezogener Waffe durch die Station rumsause. Da ist einer. Schieß mich. Schieß doch. Kann man sich überhaupt gegenseitig abschießen? Nee, ne? Ja, mach mal das Schild an. Hab nichts gespürt. Ah ne, es war komplett weg jetzt das Schild oder was? Ja. Alter. So eine krasse Waffe. Ja, die ist halt schon ein bisschen hochgelevelt. In die Station mit Laborgebäuden, aber mega schön. Ist wunderschön. Hier kannst du das chemische Inventarverzeichnis downloaden. Okay. Noch alles, oder? Nee, den Rest brauchst du nicht. Was? Zu spät. Der klumpt dir irgendwann. Ja, okay. Der klumpt dir irgendwann ins Inventar zu, aber das Zeug kannst du dann verkaufen oder so. Ja. Schon geil. Bist du fertig? Ja, gleich. Darf er das Kopfgeld bekommen? Ach so? Hä? Warum? Weil der dich beim Runterladen gesehen hat, glaube ich. Okay. So, ich gehe mal kurz zum Terminal. Lass uns mal auch diese Kampfmission dann machen. Weißt du schon, diese Schwertermission. Ja, auch cool. Wenn du Lust hast. Was für eine? Und dann die Mission mit den Schwertern. Kampfbereich, wie es heißt. Ach so. Können wir machen. Hm.
Du warst jetzt zum Schiff wieder, oder was? Ich markiere jetzt mal drei Leute und du sagst mir, welcher am nächsten zu dir steht. Ja. Ich kann nur einen markieren, du musst dich mal ein bisschen umschauen. Ja, der ist 130 Meter, glaube ich. Der ist weiter. Und der? Auch weiter. Der ist am nächsten. Wie viele müssen wir noch umlegen? Bei mir schon vier immer noch. Ne, wir haben schon vier umgelegt. Echt? Okay. Dann haben wir es geschafft anscheinend. Dann hole ich mal mein Schiff zurück. Ich will den trotzdem killen. Ja, dann kill ihn. Das ist noch ein Forscher? Kann ich ihn auch killen oder eher nicht? Du kannst ja auch killen. Wir haben eh schon kaputt. Über mein Schild. Oh, okay, und der ist unter der Grafikwand. Geil, Alter. Besser als Destiny, sag's dir. Werf mal Plasma. Was soll ich? Ist keine Splitterkanone. Splitterbombe oder irgendwas. Granate. Mhm. Weiß ich nicht, wie man die werft. Mausrad wahrscheinlich, oder? Nee. Also bei mir ist es G, aber ich weiß nicht, ob das noch die Standardeinstellung ist. Sechs. Ein Schild ist aus. Du hast nur begrenzt viele Medikits dabei. Mhm. Ich habe noch nie eins verwendet, glaube ich. Also halt nicht. Wenn du 6 gedrückt hast, hast du eins verwendet. Nee, ich meine allgemein. Wusste immer nicht, wie man das verwendet. Boah, das war ein Handy, ey. Jetzt hat er wieder Schild drauf. Ja, weil du ihn angeschossen hast. Ah. Alter, ist das geil. Sagst du. Jetzt nur noch Bodenmissionen. Nee, komm. Okay, ich komm. Oder hast du schon abgegeben? Ich bin gerade im Powergebäude. Da kannst du noch ein paar Sachen looten, wenn du möchtest. Okay. Ja, B. Nee, B ist nicht. B ist pingen. Auf G ist Granate, genau. Tisch. Jetzt ist das Ding weg. Oder schießt ein Geschütz. Ah ja, muss ich mal schauen, ob ich das ausschalten kann. Warte, ich komm zu dir. Jetzt glaube ich nicht anschießen sollen. Hier. Okay, jetzt habe ich keine Medikamente. Oh, kommt auch eine Drohne. Alter. Ich hab 4% Health, glaube ich. Nur noch. Das sind 4% Schild, glaube ich. Achso.
Richtet man nichts gegen das Geschütz aus? Ich weiß nicht. Ein bisschen Leben hat's verloren. Aber was soll ich denn jetzt machen? Warum stehst du dahinter überhaupt? Ich hab's deaktiviert. Achso. Das ist gut. So, schau, hier habe ich auch geschweißt. Und dann überladen. Okay. So. Komm mal mit. Da vorne sind noch Sachen drin. Und in der Kiste. Ich habe, glaube ich, schon alles voll. Bei mir gibt es ein Datenpad. Ach stimmt, du bist im Dominator unterwegs. Hier ist ein Datenpad, da kannst du noch Sachen runterladen. Alter, wie oft werde ich denn noch abgefangen? Will er mich jetzt nerven? So. Zurücklehnen und entspannen. Okay. Dann würde ich sagen, lass uns mal zu der Hauptzone oder zur nächsten Mission gehen. Du was? Was für... gehen? Einfach gehen. Ja, wir gehen. Hast du dein Schiff hier? Ansonsten musst du es rufen. Das kannst du schon mal machen, das dauert ein bisschen zum Landen. Und wohin kommt es dann? Ruft sich das aus, oder? Eventuell, also da hast du keinen Einfluss drauf. Eventuell landet es auf dem Landepad. Ansonsten... Ich sehe es gerade, da ist es schon. Oh boy, oh boy, oh boy, ich werde angeschossen. Und was denn? Ah. Vom Schiffsgeschütz. Ah ja, warte mal, vielleicht kann ich es deaktivieren. Nee, du kannst das Panel nicht aufschweißen. Also. Du bist im Dominator unterwegs. Ach ja. Da war was. Nice. Jetzt macht das Spiel wieder Spaß, ey. Du meinst, wenn man einsteigen kann? Mal Kopfgeld wegzubekommen. Ja. Kopf vom Geld wegzubekommen. Und zum Interstellar-Dings müssen wir, ne? Ja, wahrscheinlich hast du Notoriety. Achso, Alter, das Schiff ist ja nochmal viel, viel größer. Ach du Scheiße. Stell dich mal drauf und schick mal das Raumschiff weg. Nein. Gib dir mal, wie groß das Schiff ist. Alter. Was sagst du, nein? Sieht aber so gut aus. Das ist nicht gesund, was du machst, ne? Alter Schwede. Ah ja, hier sieht man, dass das jetzt versetzt ist. Aber gefällt mir. Wenn man es fliegt, dann merkt man das gar nicht so, wie riesig das Schiff ist. Alter Schwede. Echt krass. Fasziniert mich immer wieder. Oh nein, Angriff registriert. Ja, schnell starten und wegboosten. Fahrwerk einfahren und boosten. Boosten, boosten, boosten. Na, du hast bessere Schilder als ich. Ja, ich hab die besten.
besten. Nein, nicht die besten, aber schon, ich habe gute eingebaut. Ja, ich habe die Anti-Ship-Turrets nicht deaktiviert. Schäm dich. Ja, ich habe aber auch die Panels dafür nicht auf Anhieb gefunden. Das, ja. Oh, ist gut. Dann schaue ich mal, ob es hier Krieg gibt. Nein, sieht nicht so aus. Berüchtigt 1 bin ich. Was heißt das jetzt? Das ist, nach, ich glaube, 2 Stunden Spielzeit sinkt der Status um 1 Stufe und dann kannst du deine Kopfgelder abgeben. Ach du Scheiße. Und was ist, wenn ich mich auslogge und einlogge? Ist das dann weg? Dann bleibt der. Ach so? Ja. Das ist eine Mechanik, die ich ein bisschen doof gemacht finde, aber that's the way it is. Ja. Ich bin gerade auf Stufe 2 übrigens. Obwohl ich mehr gekillt habe eigentlich, oder? Ja, ich habe davor schon Odyssey-Missionen gemacht. Ach so. Also das ist so, wenn man Odyssey-Missionen macht und ein paar Materialien sammeln will, dann kommt man da leider eigentlich nicht drum rum. Boah, das Schiff ist halt aber sau wenig Treibstoff, merke ich gerade. Das ist jetzt schon fast leer. Das ist ja blöd. Was mache ich dagegen? Einen Zusatztank einbauen. Ja. Und das ist halt der Punkt, wo ich jetzt gesagt hätte, da wäre eine Crate halt gut, weil die hat viele interne Modulslots. Und die hat was? Viele Modulslots. Achso. Und ich glaube, die hat verhältnismäßig vielleicht auch ein bisschen besseren Tank. Boah, der hat hier ja gar nichts, ey. Weil mit meinem hier ASP Explorer, da konnte ich ewig fliegen einfach. 20 Sprünge oder so machen. Wobei ich auch sagen muss, jetzt gerade vergleichst du dann einen Explorer mit einem Kampfschiff, was so die entgegengesetzten Punkte auf dem Spektrum von wie gut kann das Ding springen ist. Ja, ist halt ein pures Kampfschiff, meint der Gauta. Ja. Brit wiegt. Scheiße. Mann. Hättest mal die Crate genommen. Kaufe ich mir vielleicht auch noch. Aber warte mal, erst muss ich gucken, wo das. Ach so, nee. Doch. Das war im Nachbarsystem. Ja. Nein, bei der Station, wo ich vorhin war. Wo war ich denn da? Warte, das Ding heißt Bikural Colony. 4, 3, 2, 1. Ich google einfach. Links da. Ich guck gleich mal. Treibstoff wird gesammelt. Oh, ich kann mich selbst stellen. Das ist interessant. Treibstoffsammler deaktiviert. Kampfschiffe in die Kampfzone zu kriegen ist immer schwer, meine Pferde springt trotz Engineering und Guardian Booster auch nur 27 LY und ist nach 5 Springen leer. Na verdammt. Aber was macht man dagegen? Ist doch scheiße. 2 Möglichkeiten.
Naja, drei Möglichkeiten. Entweder ein kleines Fuel-Scoop einbauen und ewig lange reisen. Zweite Möglichkeit, Schiff liefern lassen. Und dritte Möglichkeit, Carrier kaufen. Ach so. Verstehe. Ist die Federal Azul Chip, ist das gut? Assault Chip oder Corvette? Federal Assault. Ist halt ein Kampfschiff, ne? Ja, keine Ahnung. Das ist so ein. Oder ist die Python Ding. Besser? Ich würde sagen, hol dir den Python. Also, mit einer Python kannst du nicht viel falsch machen und Assault Chip ist was. Keine Ahnung. Hört man wenig von, ist. Ja, kann man, glaube ich, machen. Ist jetzt aber nicht überragend. Federal Corvette. Oh, ich hätte halt gern diesen imperialen Fighter. Weil meine Führfähigkeit ist recht gut bei dem Ding. Imperial Eagle? Eagle ist Imperial Eagle. Fighter meinst du? Steht nur Fighter bei mir. Ach da, Imperial Eagle. Ja, der ist bei 60%. Aber der imperiale Fighter ist bei 80%. Aufhängen klein. Wie heißt das Schiff genau, was du gerade meinst? Imperialer Fighter, aber naja, nee. Das ist ein Hangarbuch, das sind die Dinger. Ist das so ein längliches Ding mit zwei so Flügeln? Das ist das, was du Wing-Schiffe. Ich hab falsch geschaut. Wie viel kostet das Ding denn? Weiß ich nicht. Ich schaue da gerade auf einer Seite nach. Wieso kann ich das schwarze Brett nicht öffnen? Okay. Schwarzes Brett kannst du anschauen. Den Rest kannst du nicht anschauen, weil du Kopfgeld hast. Wie hieß nochmal das Schiff, was wo ich mitgeflogen bin? Beim Es öffnet sich nicht. Beim Boot. Da wo ich das gesteuert habe. Dann lass erstmal die Konfliktzone machen und soll ich mich stellen abgeben, oder nicht? Kopfgeld hast. Schwarzes Brett kannst du eigentlich immer drauf zugreifen. Weil sonst wären illegale Missionen ja auch ziemlich wack. Ja, probier mal dich zu stellen. Okay. Und dann musst du eventuell nochmal ins System fliegen. Aber dann kannst du vielleicht wieder aufs schwarze Brett zugreifen. Also, pass mal ganz kurz bei dem Chieftain. Reloggen. Der hat drei kleine Aufhängungen. Warte mal kurz. Reloggen ist halt blöd, weil dann ist die Mission für ihn weg. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Weil die Odyssey-Mission kann man nach Abschluss nicht mehr teilen. So, sorry, du hattest Chieftain gesagt? Genau, der kann, wenn ich das richtig verstehe, 6 Waffen mit sich führen. Ist das richtig? Das kann sein, ja. Ich glaube, warte, die hat eine unter der Nase. Ich glaube, 3 auf dem Rücken und 2 an der Seite. Das könnte hinkommen. Wo bin ich denn, ja? Schilde sind halt nicht so prickelnd, ne? Panzerung dafür um 500. Ja, also das ist halt ein super Panzerungsschiff. Die kostet ist auch nur 20 Millionen. Wie hießen das Ding nochmal? Gut, wie hießen nochmal das eine Schiff mit dem Wing? Wo ich diesen Wingfighter geflogen bin mit dir. Das Schiff war wahrscheinlich eine Corvette.
Sicher? Das sah eher bulliger aus. Ja, die Corvette ist bullig. Aber meine Führfähigkeit 20. Am Arsch der Welt, also. Panzerung. Ja, das ist ein richtig großes Schiff. Das stimmt. Kann ich wahrscheinlich auch nicht überall. Hä? Warum muss ich jetzt 10 Sprünge machen? What the fuck? 10 Sprünge? Ja. Ja, krass. Schange, die muss ich doch, ne? Das ist ja, what the fuck, einfach. Ja, das Gefängnisschiff war scheinbar ein bisschen. Na, der Goat hört mich nicht, ne? Nee. Musst du lauter ins Mikro schreien. Goat! Wie hieß nochmal? War das die Corvette, wo ich mit dem Wing, wo ich mitgeflogen bin mit dir das erste Mal, oder? Jeder erinnert sich an das erste Mal mit mir, hör auf. Typ 10. Ja, okay, jetzt weiß ich, was du mit Bullet meinst. Ja. Okay. Schilde 0, Panzerung 100, 1000, ne? Ja, die Type 10 hat tatsächlich auch ziemlich krasse Schilde. Aber das ist halt wirklich. Vierfähigkeit gleich 0. Ja. Aber hat 5. 9 Aufhängungen. Mit Anaconda hat er dich abgeholt. Oh. Und dann Bette und dann Typ 10. Ja, da hätte ich schon Bock drauf. Auf neu. Aber meine Vierfähigkeit gleich 0. Ja, das Ding kannst du halt gut irgendwo parken und dann die Turrets regeln lassen. So, ich wollte auf Minera. Noch 125 Millionen könnte ich mir kaufen. Aber dann habe ich wahrscheinlich nichts mehr zum Ausbauen. Zwei. Eins. Naja, ein paar Sprünge kann man trotzdem machen, ja. Nur noch 7 Sprünge. 3, 2, 1. Ich will nichts sagen, aber ich bin in 2 Sprüngen da. Nice. Wahrscheinlich muss ich auch noch tanken gehen zwischendrin. Ja, das ist nicht auszuschließen. Ich lade ein bisschen nochmal auf mit dem Treibstoffsauger hier. Eins, go. Was habe ich noch gebraucht? Achso. Treibstoff wird gesammelt.
Timeshift-Antrieb wird aufgeladen. Was war das? Gar nicht angezeigt, glaube ich. Na ja, egal. Wie heißt das auf Englisch, diese Legierung, wo ich vorhin einbauen wollte? A Military Alliance. Okay. Wie heißt Composite? Oder Ally, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall Military. Oder wolltest du dir die reflektiven oder reaktiven Dinge einbauen? Ja, das stärkste halt, das für 124 Millionen. Die sind halt nochmal teurer, ja. Ah. Reactive heißt es dann, oder? Also reaktiv ist halt gegen Projektile gut. Und die Mirage ist gegen Laser gut. Ja. Aber ich finde, Military reicht voll aus. Wollen wir mal gucken. LFT 168 oder mal. Gibt's in Barisoval Gateway. Gibt's ja gar nicht. Was soll denn das sein dann? Ich habe übrigens eine Konfliktzone gefunden. Ja gut, dann komme ich gleich. Ja. Wenn du auf der Station landest, dann warte da mal kurz. Okay. Ich mach gerade noch eine Mission. Ich schau mal, wie schnell ich mit der fertig bin. Ist es wohl die von dieser Station die Mission? Ja,
Ich habe da zwei angenommen, aber man kann halt immer nur eine teilen. Das heißt, wenn du die abgibst, dann teile ich sofort meine andere und ich glaube, mit der bin ich relativ schnell durch. Aber ich muss ja dennoch erstmal ins andere System fliegen, zum Abgeben. Nee, die mache ich schnell allein. Es ist ohnehin eine, wo ich keinen Alarm auslösen darf. Das heißt, eigentlich braucht man dafür fast gesilenzte Waffen. Und die hast du, glaube ich, nicht. Nee. Und das ist wirklich nur ein eine Person ausschalten und wieder raus. Also... Ja. Easy peasy. Na, ich möchte bitte landen. Danke sehr. So, Mission erfolgreich erledigt. EZ. Das war tatsächlich der erste NPC, der mir über den Weg gelaufen ist. Das trifft sich gut. Let's go, let's... Sag mir dann Bescheid, wenn du die Mission abgegeben hast. Ja. Sag ich Bescheid. Okay, Commander. Your assigned landing pad is number 08. You are go for automated docking. Enjoy the ride, Commander. Ach ja, und bevor ich es vergesse. Nimm die Materialbelohnung. Okay. Für Ordnungsmissionen ist es eigentlich die einzig sinnvolle. Was mache ich mit dem Material dann? Verkaufen oder aufheben? Aufheben. Aufheben. Okay. Also, ich habe mir schon die rausgesucht, die eine gute Belohnung geben. Mhm. Viel mehr brauche ich das gerade, aber... Man kann es ganz gut verwenden.
Touchdown sequence complete. Dispatching ground crew. Good to have you, Commander. Oh nein. Okay. Ich kann die Mission jetzt schon nicht mehr teilen. Das ist doof. Auch noch nix. Das ist doof, aber dann... würde ich sogar sagen, kannst du abgeben und dann sofort in mein System kommen. Ja, müssen wir jetzt entscheiden zwischen reaktive Oberflächen, Komposit und Militärkomposit. Nischer Widerstand. Ja. Ja, ich mache einfach. Widerstandswerte sind, glaube ich, wirklich das Einzige, wo sie sich unterscheiden. Ich hab's getan. Bin wieder pleite. Reaktiv, okay. Okay. Was? Echt? Was? Lieutenant mal eigentlich nur gegen Kreuz. Ich hab Military auch in meiner Corvette. Hm. Ja, kann man machen, wie man will, würde ich sagen. Ja. Warte mal, jetzt gucken wir noch nach einem Tank. Wo ist mein scheiß Tank überhaupt? Achso, das ist 3. Also dein Standard-Tank ist bei den Korten-Tunnels. Hm. Du kannst halt bei optionalen noch einen Zusatztank reinbauen. Achso. Aber was dafür ausbauen dann? Hm. Rachgestell, oder? Ja, ich würde das Vierer Rachgestell raushauen. Dann ist dein Zusatztank, glaube ich, sogar größer als dein Kerntank, oder? Ja. Ja. Ist ja geil. So gut. Okay. Komm her. Ja, er hat schon viel zu drin, aber eventuell kannst du auch Tank und das Fuel Scoop wechseln, dass du ein 2er Tank und ein 4er Fuel Scoop einbaust. Meinst du, ist besser? Damit kannst du halt schneller aufladen und das Schiff ist standardmäßig nicht so schwer. Okay, warte. Also hier... Ein Ding dran. Nee. Gibt's das als Zweier? Ja. Ach da, Tank. Bischof-Tank, 2C, rein. Okay, und jetzt... In 4 einen Sammler, ne? Genau, 4, also... Wenn du das Geld hast, ein 4A, wenn du das Geld nicht hast, ein 4B. Ich hab's Geld. Aber nicht mehr lange. Müssen wir eine Mission machen. Okay, jetzt muss es passen nochmal. Ja. Okay, fliegt schon. Die 2 Tonnen werden den Kohl jetzt vermutlich nicht fett machen, aber es ist ein bisschen was und vor allem das schnellere Scooten dürftest du, glaube ich, auch ganz gut merken. Ja. Jetzt ist die Anzeige wenigstens, es sind keine Punkte mehr, sondern eine durchgehende Linie. Das heißt wieder, es ist mehr. Genau. So war es bei meinem Explorer auch. Da ist immer durchgehende Linie. Aber mit dem kann man echt weit fliegen. Das ist echt geil. Also überhaupt Explorer, ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube schon. ASB Explorer. Mit Fuel Scope kommst du halt theoretisch unendlich weit, da ist der Tank nicht wichtig. Okay. Ja, ich überhitze nur immer sehr, sehr schnell. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen.
Da ist aber das größere Scoop tatsächlich auch gut, weil damit bist du entweder nicht so schnell, also damit bist du schneller und musst damit nicht so lange in der Sonne bleiben, oder du kannst ein bisschen weiter entfernt von der Sonne scoopen und hast die gleiche Durchflussrate. Ja. Guck mal, ob das du auch schnellste Route eingestellt hast. Wo denn? Bei Kartenmodus. Bei Routenplaner. Das LP800 irgendwas System, da bin ich gerade. Also musst du die Quest also abgeben, oder nicht? Ich schaue dich. Hast du die noch nicht abgegeben? Nee. Ach so, okay. Dann, ja. Aber ich kann auch schnell zu dir fliegen, lieber, wie du willst. Gib mal die Quest ab. Ich weiß nicht, ob du die noch hast, wenn ich mich auslogge. Komischerweise auch, wenn ich über Transaktionen dann hier drauf gehe, dann passiert auch nichts. Öffnet sich die Karte nicht mal. Naja. Jetzt schauen. Aber das Schiff gefällt mir echt gut. War eine gute Wahl, glaube ich. Ja, drei Sprünge noch nämlich da. Beide Mission. Eigentlich auf jeden. Nur was? War gar nicht nah an dem Planeten dran. Misch. Die Sternklasse hat eine relativ große Explosionszone. Das ist gemein. Ja. Immer dieses Springen. Temperatur kritisch. Weg. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. So. Das ist der Sprung und dann geht's in den Kampf. Wird gemetzelt. Muss man da auch die Schilder runterschießen zuerst? Ja, so. Die haben alle Schilder abgeschossen. Okay. Wird mir nicht mal angezeigt, dass dort eine Mission abzugeben ist. Ja, es ist sehr gut möglich, dass die verbuggt ist. Weil nachdem du nicht ins Mission Board gekommen bist und es wird dir nicht angezeigt und du kannst in den Transaktionen das Ding nicht auswählen, das klingt so, als wäre da irgendwas faul. Was halt super, super ärgerlich ist. Ah, jetzt kannst du es dir aber anschauen.
Ich komme auch noch mal kurz vorbei und gebe die zweite Mission ab. Okay. Ja, anschauen kann ich, aber ich komme nicht auf die Karte. Naja. Wird's jetzt gleich sehen. Sehr gut. Vielleicht hat das auch was, ja. Ich weiß es nicht, das sehen wir dann, glaube ich. Genau. Eigentlich wollte ich heute um 0 Uhr ins Bett. Jetzt ist halb drei. Easy call. Aber den Kampf machen wir auf jeden Fall noch. Okay, ja, das dauert ja eh nicht so lang. Oder? Ja, nee. Nur 3 Stunden. Also, Urintensität würde ich mit dem Anfangsanzug nicht empfehlen. Mhm. Also, niedrige Intensität ist relativ easy peasy. Ist aber auch nicht risikoreich. Und wenn du sagst, hey, du bist gut im Shooten und hast Bock, dann können wir auch schauen, ob es eine mittlere gibt. Was hast du gefunden da? Oder was? Ich habe nur gesehen, dass es da Konfliktzonen gibt. Ich weiß nicht, wie intensiv die sind. Oh. Mir ist egal, wir können da erstmal hinfliegen oder so. Ja. Ich drop noch kurz rein, gib die Mission ab und bin dann wieder weg. Das Schiff hört sich echt geil an. Brrr. Lass mich es bitte abgeben. Yes, das schaut gut aus. Jawohl. Also, Wechseldaten, hast du gesagt? Ja. Nice. Thomas, wie läuft's bei dir? Ich spiel grad nicht, ich schau dir zu. Achso. Du bist schon eingeschlafen. Ja, fast zum Schlafen. Ja, alles gut. Welche Lackierung drum und drauf? Glotzt doch TikToks. Oder nicht? Ja. Ja. Das sieht nice aus. Oh ja. Hol ich mir irgendwann. Bist du schon wieder weggeflogen oder noch nicht? Ich flieg gerade weg. Ach so. Oder Stadt. Okay, wo muss ich hinfliegen? LP 800 irgendwas. Ich bin gleich im System, dann kannst du es dir auswählen. Das ist gleich daneben. Hä? Ja. 8056 oder 6? Aua. 825. Ah. 5. Ja. So, ja, ich sehe es ja, wo du bist. Naja, ich werde schon angezeigt, okay. Aber ich bin jetzt gerade erst reingekommen. Pass auf, der Stern hat auch eine große Explosionszone. Okay.
Jetzt geht's rund. Ach ja, das Ding, das ist immer heftig. Fliegst du nach 1B oder wohin? Ich flieg nach Larsen Terminal. Warum? Da gehe ich dann zu Frontline Solutions und lasse mich in die Kampfzone liefern. Kann ich da nicht gleich hinfliegen? Da kannst du gleich hinfliegen, aber wenn du stirbst, dann respawnst du nicht. Also, du respawnst schon, aber das ist aufwendiger. Okay. Also Larsen Terminal, ja? Ja. Okay. Wenn du dich mit Frontline liefern lässt, dann ist es quasi wie ein Ego-Shooter. Du respawnst dann gleich vor Ort und alles ist gut. Und ansonsten respawnst du halt, glaube ich, normal wie in Elite halt, irgendwo im Orbit. Ach so. Okay, ich muss aussteigen, ne? Ja. Jo. Und dann oben rechts hingehen. Da gibt's die. Die Mission. Lobby. Also wenn du möchtest, können wir eine Medium-Konflikt machen. Ja. Alright.
Da bin ich. Ihr Volk braucht sie. Wollen Sie, dass sich Ihr Training auszahlt, Soldat? Muss ich einer Fraktion beitreten, oder? Ja. Dann öffnet sich so ein Fenster wie eine Systemkarte. Und in der Mitte ist so ein brauner Planet. Da gibt es einen Mond mit, genau. Und da können wir für kämpfen. Und für wen? Ich würde für das League of Foray kämpfen. Muss ich irgendwas machen noch? Ich möchte Rekrutierung verwalten. Nee. Passt schon. Jetzt komm mit. Wiedersehen. Hier kommt gleich ein Dropship. Da kriegst du eine Benachrichtigung und dann kannst du einfach hier in den Autolift gehen. Okay. Tschüss. Bis gleich. Jetzt wirst du mit einer Wildschar durch die Gegend kutschiert und dann in die Konfliktzone geschoben. Im Schiff kannst du auch nochmal dein Loadout anpassen oder wechseln. Aber ich glaube, du hast wahrscheinlich eh nur das eine, ne? Nee. Achso. Halt für den Kampf habe ich nur eins, ja. Ja. Also, ja. Was, sonst habe ich mehrere Anzüge. Jetzt richtig? Ja, ne? Ja, genau. Jetzt wirst du einfach geflogen und dann... Ja. Das dauert jetzt ein bisschen. Das sind auch 5000 Lichtsekunden, also... Nicht die nächste Ecke, aber man kommt an. Mhm. Clips und Karma AR-55. Du könntest auch mal anstatt der Eclipse die Aphelion ausprobieren, vielleicht. Oder ein Raketenwerfer, geht auch. Das ist, glaube ich, sogar Meta in Konfliktzone, dass man mit zwei Raketenwerfern durch die Gegend latscht. Ernsthaft? Ja. Okay, ich probier's mal aus. Ja, aber dies. Aber ich muss trotzdem erst das Schiff runterschießen, oder nicht? Das Schild. Naja, das Schild kannst du auch mit den Raketen machen. Achso, na dann. Also. Dann kannst du halt rumprobieren, wie du Bock hast. Aber mit der Karma kriegst du Schilde eigentlich. Also, du kriegst sie schon runter, aber halt nicht so gut. Nicht so gut. Ist korrekt. Genetisch. Genetisch. Also, wenn dir die Eclipse gut gefällt, dann kannst du auch die Karma durch die was ist das C irgendwas ersetzen. Ich lasse es so erstmal, glaube ich. Ja. Thermisch. Aber brauche ich noch eine thermische Waffe, oder nicht? Ja, das wäre eine Option. Also ist halt eine Pistole, aber ja, dann hast du noch eine Laserwaffe dabei. Genau. Was hast du für Waffen? Ich habe eine Aphelion. Ich habe die Karma AR-50 und ich habe die Plasma-Pistole. Achso. Ja, gut, und die Plasma-Pistole. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht euch. Nacht. Gute Nacht, Thomas. Haut rein, gell? Tschüss. Jo, ciao. Die Plasma-Pistole ist halt eh. Erstens, die ist halt auf Stufe 5. Das heißt, die macht allein schon gut Schaden. Und die ist halt, ja. Ist so ein bisschen ihr eigenes Ding.
Wieso bist du schneller als ich? Das frage ich mich auch. Ich glaube, du bist vor mir losgeflogen. Ja, eigentlich schon. Warum sind wir schon da? Ja, und ich habe jetzt halt auch schon leicht verbesserte Waffen dabei, also das ist. Da bin ich wahrscheinlich relativ gut dabei in der Medium-Kampfzone. Ich habe die Dinger auch schon ewig nicht mehr gemacht. No. Wir sind auf der Nachtseite. Weißt du, wo du bei deinem Anzug die Taschenlampe einschaltest? Auf T, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe mir das auf einen Joystick gelegt. Achso, du spielst ja mit Controller, oder? Mit Joystick, aber ja. Mit Joystick? Mhm. Ja, gut, mit so also richtigen Knüppel, oder was? Ja. Okay, das ist ja nice. Zu Fuß steige ich zwar trotzdem auf Tastatur um, aber... Ja. Im Schiff ist halt schon geil. Ja, ich wollte mir auch so ein Ding mal besorgen. Wie viel kostet so ein Ding eigentlich? Also ich glaube, die günstigsten gibt's ab 60, 70. Alter, ist es gerade laut. Die günstigsten gibt es glaube ich so ab 60, 70 Euro. Und da ist nach oben offen. Oh Alter, ich werd schon abgeschossen. Ich schau mal kurz, wo du bist. Ja. 100 Meter entfernt. Alles gut. Ich seh dich. Alter, ist das laut. Ja, ich bin mir jetzt normal. Ja, wahrscheinlich hat es irgendwelche Optionen zurückgesetzt. Alter, Raketenwerfer. Geh dir ab, das Ding. Verstärkung des Feindes im Anflug. Du hast halt nur relativ begrenzte Munition. Und kann ich das auch irgendwo aufladen, wieder? Ja, es gibt so Munitionsboxen, die siehst du auf der Karte. Oh, ist schon cool, ey. Ist ja wie Destiny fast, das Spiel ein bisschen. Nur realistischer. So Destiny schon mal gespielt? Destiny 2 oder 1? Habe ich noch nicht. Noch nicht? Okay. Aber kennst du das, oder? Oh. Ja, ja, klar. Ja. Ich meine, ich habe auch ein, zwei Kumpels, die es zocken, aber... Ja. Habe ich halt irgendwie nie ausprobiert. Ich kann es empfehlen, das ist ziemlich geil. Okay. Achso, ich hab keine Muni mehr, Mensch. Da ist eine Kiste irgendwo. Hier oben drauf. Und halt dein deine Energie auch ein bisschen im Auge, sonst hast du irgendwann kein Schild mehr. Kann man hier auffüllen irgendwo? Oder geht ja. Das hin? Das sind die kleinen Blitze auf der Karte. Ah, okay. Einfach freidrücken und
der Kusel, der ist auch. Ist aber offline hier bei mir. Komm mal zu mir. Hier ist einer, an dem man saugen kann. Lol, Alter. Folge dir mal. Ja. Ich folge den roten Punkten. Da ist nichts mehr. Mist. Da kommen wieder welche. Wo noch ein paar Leute kommen. Okay. Egal. Oh ja, da hinten baller ich neu. Mit dem Raketenwerfer. Das ist nice. Du kannst auch immer mal ein bisschen in den Himmel schauen. Na gut, ohne Nachtsicht siehst du da vielleicht nicht viel. Aber wenn Schiffe kommen, kannst du drüber hauen und wenn es rot wird, dann ist es ein guter Schiff. Okay. Wir lungern die da rum, ne? Verstärkung bereit zur Entsendung. Wo bist du gerade? Ich kämpfe hier gegen Leute. Ah, da hinten. Ich seh dich. Charlie ist jetzt online. Charlie ist online. Delta ist eingenommen. Bravo ist online. Ich brauche so langsam mal eine Steckdose. Da hinten ist eine. Gönn dir, ich halte so lang. Jo. Gönn mir. Was auch, da kommt ein Schiff. Ah, und ich muss gerade nachladen. Na egal. Oh ja, das war gut. Ich hab das Gefühl, die bewegen sich nicht viel da. Nee. Oh nice, ich hab gegen die Kiste eine Rakete geschossen. Das ist natürlich auch geil. Nee, die bleiben da immer irgendwie stehen einfach nur. Das ist hier ein bisschen. Ich meine, ich hatte sowas schon mal. Aber ein bisschen länger ist es halt trotzdem. Geil. Anzug wird aufgeladen. Anzug aufgeladen. Verstärkung im Anzug. Genau,
Oh. Ja, das ist halt manchmal so bei Elite. Das ist Bug, meinst du? Ja. Ja. Da drinnen sind relativ viele Leute. Kommst du mit? Ja. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Oder sind die auf dem Dach? Muss dann auch sein. Steckdose, Steckdose, Steckdose. Ist. Ah ja, die ist wahrscheinlich offline. Dann nehme ich eine Energiezelle. Geht auch. Verstärkung bereit zur Entsendung. Foxtrot gehört uns. Oh, da gehen wir einfach. Ist irgendwie nicht meins. Muss ich mal dann wieder wechseln. Ja, meins auch nicht so ganz. Bravo ist online. Ja, ich habe die Gegner gefunden, die sind auf dem Dach. Oh, aber wie viele? Ja, das ist ein ganzes Dropship. Oh, ich glaube, das ist mir gerade durch die Blüte gelaufen. So, auf nach Bravo. Verstärkung bereit zur Entsendung. Feindliche Verstärkung ist eingetroffen. Ja, ich muss unbedingt gleich mal die Lautstärke anpassen. Da kommt ein Gegnerschiff. Verstärkung im Anflug. Ah, die können sogar laufen, das ist nice. Und in hohen Konfliktzonen ist es halt so, ich glaube nicht, dass du die Schiffe mit dem Raketenwerfer effektiv aufhalten kannst. Oder? In hohen Konfliktzonen sind die Gegner halt so stark, da bist du mit einem NPC schon echt gut beschäftigt. Okay. Da ist es eigentlich fast eine die größere Kunst zu überleben. Also zumindest wenn du noch keinen guten Suit und keine guten Waffen hast. Feindliche Kräfte im Angriff. Ja, ihr habt's gemerkt. Ja, ich hab's auch gut gemerkt.
So, ich bräuchte einmal Ammo und einmal Stromschnüffeln. Hallo, ich hab dich gerade abgeschossen. Ups, sorry. Pass auf, der ist, glaube ich, feindlich. Ja. Aber ganz schön lange trotzdem, ne? Ja, in der Tat. Also bei einer Low Intensity wären wir jetzt, glaube ich, durch, aber hier halt noch nicht. Aber wann ist es denn aus? Du siehst unter deinem Kompass so einen Balken. Mhm. Und wenn die halt auch null sinken, dann. Ach so. Okay. Und gleich. Also wir sind eigentlich auch ganz gut dabei. Feind greift bei Charlie an. Alter, die stehen da rum wie so eine Beute. Nach der Konfliktzone würde ich aber auch sagen, bin ich mal raus. Ja, ich auch. Aber nice. In der Tat. So, Hammerbox. Soll auch morgen arbeiten, oder was? Ja. Ja. Ich auch. Ja, eigentlich muss ich um 4.30 Uhr aufstehen. Ernsthaft? Ja. Alter, was machst du denn für Sachen? Naja, die Sache ist, ich bin eben eingepennt und hab insofern schon ein Nickerchen hinter mir. Ah, okay. Ansonsten wäre ich auch wahrscheinlich um 12 gar nicht mehr in den Voice gekommen. Ja. Alter, was schießt auf mich? Jetzt verzieht er sich, so ein Fechter. Der Samsung hat auf dich geschossen.
die oben oder? Ich schau mal unten rein. Ja, dann unten zu sein. Ja. Erstmal richtig schön vorgelaufen. Da ist er, der letzte. Jawohl. Areal gesichert, alle Ziele ausgeschaltet. Kehren Sie zu Ihre Belohnung. GG in der Tat. Wobei die Gegner sich schon ein bisschen mehr Mühe hätten geben können. So, vielleicht mal irgendwie laufen oder so. Ja. Was müssen wir jetzt machen? Wenn du nochmal Tab drückst, wirst du abgeholt. Tab oder E? Also ich habe mir die Taste auf E gelegt, aber genau, und jetzt nochmal drücken. Mhm. Dann wirst du extrahiert und kommst zur Station zurück. Ja, gut. Na dann, es war mir eine Ehre und ein Vergnügen mit dir zu spielen. Ja, danke. Mir auch. Ja, und dann dir viel Erfolg morgen, ne? Ja. Dass du nicht einschläfst. Ach was. Ich okay. Ich habe eben, glaube ich, 4-5 Stunden Nickerchen gemacht. Dann schlafe ich nachher nochmal. Warte. 1,5 Stunden. Und dann passt es. Ja. Dann sollte es passen. Alles klar, dann hau rein, ne? Bis zum nächsten Mal. Jo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Leute, ich gebe die Mission jetzt noch ab und dann war's das. Ich sag auch schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gut, hau rein. Und ihr anderen. Lurker. Gute Nacht. Ja, Frontline Tresen bekommst du Belohnung für die Kills. Okay, ich werde schon finden. Danke dir. Gute Nacht, Leute, haut rein. Bruder muss los.